Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Stadtzufriedenheit bei 16%. Ein Abzeichen abgeschlossen. Ja, wir sind jetzt in der Stadt und da haben wir schon wieder jemanden, der hier neu einziehen möchte. Eigentlich hatte ich ja gesagt, dass ich das Ganze rausschneiden wollte, aber dann fiel mir ein, dass wir das Badehaus ja noch gar nicht von innen gesehen haben. Und das sollten wir uns natürlich mal gemeinsam angucken. Seid gegrüßt und willkommen, Reisender. Was führt euch in unser schönes Inkelnook? Warte, nein, du wohnst hier. Ich bin nur zu Besuch. Hallo, hi. Ja, hi. Gasthaus. Ja, du kannst gerne nach hier kommen. Fürs Gasthaus können wir bestimmt auch noch jemanden gebrauchen. Ist das... Ach so, das eine ist schon voll, genau. Ja, dann setze ich dich einfach mal zu dem rein. Ist ja auch egal. So, herzlich willkommen bei uns und so weiter und so fort. Hier haben wir auch noch mal was. Du brauchst noch eine Bibliothek, ne? Habe ich dir die jetzt schon gebaut? Ich habe dir die noch gar nicht gebaut. Oh mein Gott. Es sieht einladend aus. Ja, aber du wirst dich nicht hinlegen. Dann komm, steh auf und sag mir, was du für eine Quest hast. Hallo. Das finde ich jetzt zum Beispiel wieder sehr blöd gemacht. Ich kann ja jetzt hier nicht die ganze Zeit warten, bis der endlich mal auf die Idee kommt, aufzustehen und mit mir zu reden. Junge. Ach, du kannst mich mal. Okay. Dann machen wir das, was ich komplett... Ah, nee, ich habe es, glaube ich, nicht vergessen. Ich konnte es nicht bauen. Kann das sein? Dass ich die Bibliothek nur nicht bauen konnte, weil die zu teuer war. Haha. Stinkend fehlt uns noch. Stinkend. Das schreibe ich mir mal eben auf. Da gucke ich dann nämlich gleich offline auch nochmal nach. So, das war das Badehaus. Nein, das wollen wir natürlich nicht bauen. Da wollen wir mal eben hin und uns das angucken. Sieht auf jeden Fall schon ganz cool aus. Oh, ist das... Ach, das ist ein Quietschhähnchen. Das sind mehrere Quietschhähnchen. Aber wenn ich da reingehe, sterbe ich dann auch? Man kann ja auch spielen. Ich probiere das jetzt mal aus. So. Nee, hier sterbe ich anscheinend nicht. Okay, das haben sie zumindest gut gemacht. Weil beim anderen, da sterbe ich ja auch immer, wenn ich so ein bisschen ins Wasser irgendwie reingehe. Komme ich da durch? Auch nicht. Mal schauen, was haben wir denn hier hinten noch? Okay. Das soll wahrscheinlich ein Spiegel sein. Ja, das, die geheime Altarecke oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Hier, das sieht mir ganz nach einer Sauna aus. Könnte sie zumindest sein. Ja, ist aber leider nichts, was man irgendwie holen kann. Schade. Es ist leer. Und wir müssen... Ach so, Moment. Wir müssen... nein. Da wollte ich eigentlich rein, genau. Wir müssen das erstmal natürlich ein wenig... Ja, es ist halt ein Badehaus. Wir sollten es vielleicht irgendwas mit Blau... Das sieht eigentlich ganz cool aus. Wobei das Eiscreme... Tapete sehe ich gerade. Ich dachte, das wären irgendwelche Unterwassertierchen. Dann machen wir das blau und das machen wir auch blau, weil, wie gesagt, ne, Badehaus und so. So, um einen Angestelltenplatz freizuschalten. Das müssen wir dann leider mehrfach machen. Und zack. Es können 4 Leute hier arbeiten. Und haben wir noch irgendwas, was hier gut passt? Je nach Produktion der Angestellten, je nach Kreativität, müssen wir gleich mal gucken. So, da haben wir. Da können wir immer noch nicht gucken, wer das ist. Hä? Ich dachte, wenn ich auf Bewohner gehe, kann ich sehen, was die eigentlich... Ach so, weil ich jetzt in dem Badehaus drin bin wahrscheinlich. Okay. Okay, so. Warum das gerade beim ersten nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Okay, also Hector und Andy wollen beide einen Job im Badehaus haben. Andy und Hector. Okay, Gebäude, Badehaus. Ach, ich habe ja auch, ich bin auch heute so blind. Ich habe die Sternchen ja komplett übersehen.
Okay, ich habe nichts gesagt. Ich bin heute ein bisschen, ja, bin ich irgendwie immer, aber sagen wir mal lieber nichts mehr. Sonst sage ich hier irgendwas falsch. Nein? Okay, jetzt habe ich R gedrückt und auf einmal steht hier bereit zum Einfordern. Aber ich glaube, das hatte jetzt nichts damit zu tun. Ich denke mal, das wird jetzt hier zum Einfordern gemeint sein. Oder? Nee. Doch unter B. Nee. Oder muss ich näher? Ach so, ich muss näher rangehen. Okay. 42% Zufriedenheit. Das ist doch schön. Bist du das? Dann nehme ich dich mal eben hier. Mein Haus ist toll, das stimmt. Aber es könnte noch toller sein. Spendierst du ihm eine neue Dekoration, dann haben wir dort zusammen noch mehr Spaß. Ja, von mir aus. Oh, das ist fantastisch. Ich bin schon gespannt, was du mir bringen wirst. Ja, nee. Schon gut. Ja, nun muss ich mich verabschieden. Ich wünsche dir einen guten Morgen. Wer war denn das jetzt? Oh, warte mal. Wer war denn das jetzt? Hector. Okay. Man sollte vielleicht nicht nur einen Text vorlesen, sondern auch nachschauen, was die eigentlich wollten. Also wer das war, nicht was die wollten. Moment, Hector. Das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht wissen. Hier ist Hector drin, ne? Das wird der. Nee, Moment, das ist das Badehaus. Quatsch. Was rede ich denn hier? Großes Haus. Da ist er auch drin. So. Aber das ist so perfekt eingestellt. Was soll ich denn da noch ändern? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Naja, das wäre jetzt dämlich, das da reinzumachen. Och, toll. Briefkasten habe ich gerade auch keinen. Ich will aber nicht, dass das verändert wird, du Vollpfosten. Das finde ich jetzt nicht nett. Moment. Nee, das ist die Sockelfarbe. Jetzt drücke ich schon wieder auf das andere. Damit das nicht ganz so auffällt, dass wir da was verändert haben. So. Hä? Wir haben doch gerade was verändert. Hallo? Ich wollte hier eigentlich nicht rein. Ich wollte eigentlich. Konnte man das über den Briefkasten machen? Ah, das konnte man über den Briefkasten machen. Okay. Ihr habt sie doch nicht mal alle. Ich habe jetzt gerade extra die schöne Farbe weggemacht. Und das sehen die nicht als Veränderungen an. Puh. Na gut, ich habe jetzt auch keinen Briefkasten mehr und nichts. Dann müssen wir das wirklich später machen. Ach, pennt der Typ jetzt hier immer noch oder kann man jetzt endlich mal die Quest hier annehmen? Ah, endlich. Ich habe mir gedacht, ein schönes Terrarium zu bauen, um deine Arbeit im Immerbaum zu würdigen. Kannst du mir aus einer Welt des Immerbaums einen ausgefallenen Brocken verschwenderisch bringen? Das würde dem Ganzen das gewisse Etwas verleihen. Kann ich, habe ich jetzt aber natürlich alle verwertet gerade. Ja, dann verabschiede ich mich mal. Oh, es ist schon so spät. Oh nein, ich komme zu spät zu den Pfannkuchen. Okay. Nehmen wir jetzt mal einfach so an. Ach, ich habe eben, glaube ich, nur eine Quest bekommen. Kann das sein? Fällt mir gerade so auf. Ja, dann würde ich sagen, dann können wir ja eigentlich nur noch zum Immerbaum gehen. Es sind keine neuen Leute mehr hier. Ich gucke gerade. Das war auch ein Haus. Na nee, das ist die Bäckerei gewesen. Ah, okay. Dann, die haben wir nämlich noch nicht bearbeitet. Hatten wir? Ja, doch, ich wollte gerade sagen, wir hatten doch einen für die Bäckerei, ne? Dann, die kann ja nicht einfach so leer stehen hier, ne? Leer stehen. Der war jetzt gut. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also es gab Schlimmeres schon in der ganzen Zeit. Nehmen wir mal das mit ein bisschen Weiß. So, Wanddekoration vorne braucht man natürlich auch ein bisschen. Das andere sind schon, ja, das sind schon Törtchen. Machen wir mal eine, die wirklich zu einer Bäckerei passt hier. Die haben wir noch gar nicht gehabt, meine ich. So, ach so, jetzt weiß ich natürlich nicht, obwohl einen können wir schon mal freischalten. Der war das. Der ist
Der hat Ernährung, na gut, Kreativität hat er 5. Ist jetzt nicht so extrem kreativ. Aber die sind alle irgendwie nicht so extrem kreativ hier. Traumjob Gasthaus. Ja, Moment. Wir haben noch ein Gasthaus. Den habe ich total vergessen. Die habe ich total vergessen, sorry. Die Arme. Okay. Bewohner. Bewohner. Wir haben noch einen Arbeitslosen. Ja, der mit der Bibliothek natürlich. Aber die anderen haben alle im Endeffekt, was sie wollen. Der ist Hausmeister? Der ist Hausmeister in Achso, sind beide Hausmeister im Badehaus. Okay. Ich dachte jetzt, die sind Bademeister oder sowas. Na gut. Das haben wir auch gestaltet. Okay, dann haben wir zumindest wieder ein bisschen was erledigt. Dann würde ich sagen, dass ich mich mal verabschiede und nochmal zum Bäumchen rüber wechsle. Haben wir hier noch irgendwas, was wir machen können? Nein, sieht nicht danach aus. Dann gehen wir nach oben. Leider auch wieder keine Truhe. Ehrlich gesagt weiß ich hier überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, stimmt, genau, wenn sich das hier ändert, also dass hier so ein Bild drin ist, dann kann man den Immerling da reinstellen. Ach, ich muss mich wieder um... Ach, hier kommt aber auch stinkend, sehe ich gerade. Also wenn ich bei dem nochmal was abholen kann, das wäre natürlich ganz gut, weil das brauchen wir dringend für die Bibliothek. Und haben es natürlich wieder quasi nirgendwo. Ich hätte es vielleicht nochmal mit... Ach, Moment, ich wollte mit euch doch noch den Samen einpflanzen auf der neuen Welt. Wenn mich nicht alles täuscht, das habe ich doch ganz am Anfang gemacht, meine ich. Also nicht das Einpflanzen, sondern den Samen. Ja, genau. Ha, da ist natürlich auch kein Stück dabei gewesen. Gelatineartig. Okay. Sieht jetzt so auf den ersten Blick nicht so... Moment, ah, ich wollte gerade sagen, ich höre hier doch ein Immerlingkind. Moment, kannst du mich sehen? Ja. Dummerweise haben wir für euch irgendwie nichts mehr, was wir... wo wir euch einsetzen können. Das finde ich so ein bisschen blöd. Da können wir noch hoch, aber da ist auch nichts großartig. Was ist das hier? Ich glaube, das ist nur der Untergrund, der so... Stand ja auch, glaube ich, irgendwas mit... Nee, matschig hatte ich ja gerade nicht. Ja. Also es ist auf jeden Fall wieder eine Welt, wo jetzt im Moment noch nicht so großartig was ist. Ich könnte jetzt mal gucken, ob man so ansatzweise sieht, in welche Richtung es geht. Natürlich jetzt erstmal nicht. Hier vielleicht ein bisschen. Also, es wird auf jeden Fall grün. Also mit anderen Worten, es wird auf jeden Fall, denke ich mal, wieder ein bisschen schöner aussehen, wenn ich dann damit fertig bin. Weil manche, die sehen ja doch ein bisschen komisch aus. Ja, dann würde ich sagen, beschäftige ich mich mal mit dieser Welt noch ein bisschen. Und wenn ich dann noch das Glück habe, dass ich noch die Zeit für eine andere Welt habe, mache ich dann offline auch nochmal die andere Welt. Und... nehme euch dann später nochmal mit, wenn wir, also sprich morgen oder so, wenn die Welt hier nochmal erneuert werden muss, weil dann sieht man meistens doch schon wieder ein bisschen mehr, in welche Richtung es geht. Oder ich komme in 2 Tagen mit euch nochmal nach hier, damit wir gucken können, ob sich was verändert hat. Was sich verändert hat, Nesselsauer, das hatte ich auch noch nicht, glaube ich. Vor allen Dingen nicht mit Stinkekraut, das definitiv nicht. Also, ich bin echt mal gespannt. Es kommen ja immer wieder neue Sachen hinzu. Nur, ich denke mal, für euch wird das nicht so interessant sein, weil ihr immer wieder die gleichen Sachen seht. Also, ihr seht, wie ich hier Sachen rauszupfe, wie ich einen Samen am Pflanzen bin. Also, nicht den normalen Samen, den Weltensamen, sondern die kleinen hier drin. Meine Stimme lässt jetzt auch gerade nach, was ein gutes Zeichen ist, hier einen kleinen Cut zu machen. Und... ja, dann... Oh, Badekräuter. Okay.
einen kleinen Cut zu machen und euch dann gleich wieder hinzuzuholen, wenn wir denn vielleicht doch noch irgendetwas anderes haben. Ja, was ein bisschen aufregender ist, als sich nur um diese Welt zu kümmern. Bis gleich. So, wir sind jetzt nochmal kurz zum Ebenendistrikt gereist und theoretisch, wenn ich denn weiß, wo sie ist, wieso sehe ich denn jetzt hier kein Ausrufezeichen? Hier, ich hoffe, dass sie noch nicht schlafen gegangen sind. Ah, perfekt. Ja, ich habe dir einen Guppi gleichmütig mitgebracht. Hier, bitteschön. Oh, Guppi gleichmütig. Hey, mein Kleiner, wir wären beide die dicksten Freunde, ganz bestimmt. Danke, dass du mir meinen neuen Freund vorbeigebracht hast, Gameplayerin. Gerne, gerne. Und wir haben eine Münztonsur erhalten. Was auch immer das sein soll. Das klingt jetzt eher nach einer Frisur, aber... Okay, mit der können wir gar nicht sprechen. Moment, hier ist irgendwas... Was ist mit dir? Hey du! Wollen wir reden? Fragst du dich manchmal, was Emily den ganzen Tag macht? Nö, eigentlich nicht. Ah! Okay, dann hatte ich sogar recht mit meiner Vermutung. Also wenn dieses Symbol mit den zwei Sprechblasen darüber ist, dann möchten die Leute mit mir reden. Ja. Was ich nicht ganz verstehe, die hat jetzt das Symbol zur Bearbeitung über sich. Kann natürlich sein, dass ich die Quest jetzt noch nicht bekommen habe, weil ja, wir jetzt nachts haben und die jetzt am Schlafen sind. Ich würde auch mal sagen, dass ich damit den Tag für heute beende. Es ist zwar diesmal eine sehr kurze Folge gewesen. Halt, stopp, ich habe hier noch eine Quest, die wir noch annehmen können. Mir ist aufgefallen, dass jemand die Dekorationen beschmiert hat. Und die Karikatur, die von dir gezeichnet wurde, ist nicht gerade vorteilhaft. Hallo? Warum stellst du nicht eine neue Dekoration auf, um dich zu behaupten? Ja, von mir aus. Du machst es. Gut, du weißt, wo du mich findest. Okay. Ja, du gehst ins Bett. Das ist in Ordnung. Ich werde da mal schauen, dass ich in Wiesenquartiere eine neue Dekoration aufstelle. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Moment. Bauen, Dekorationen. Was stellen wir denn hier hin? Blumenauslage, Laternenmasten. Vogelbad wäre doch nochmal ganz schön. So, stellen wir mal dahin. Zack. Und theoretisch könnte ich das jetzt abgeben, aber ich weiß nicht, ob sie schon schläft. Nee, sie steht noch da. Ach, wir waren schnell genug. Beziehungsweise er. Du hast etwas Neues aufgestellt. Super. Vielleicht erwischt der Künstler nächstes Mal deine Schokoladenseite. Wobei, es war doch eine sie, oder? Meine ich doch. Moment. Ja, ich bin hier wirklich wieder verwirrt. Also ich verstehe nicht. Ronny ist ja ein er und... man sieht ja auch keine Brüste, was ja nicht unbedingt was heißen muss. Aber ganz eindeutig, diese Klamotten sind doch von einer Frau. Also das verwirrt hier wirklich total. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, ihr könnt das sicher besser entscheiden, unterscheiden als ich. Aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, das verwirrt mich ein bisschen. So, können wir hier noch was einfordern? Nö. Oder? Anpassen? Anpassen? Wieso anpassen? Soll ich ihn anpassen? Anpassungen, wovon? Blumen verwalten? Ach so. Och, Gras verwalten. Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist doch mal wieder was Neues gewesen. Na gut, nein, da hinten ist noch eine Questhilfe. Noch nicht schlafen gehen. Ich bin da, ich bin da. Hör mal her. Kannst du mir ein fröhliches, kleines Larve kuschelig bringen? Ein fröhliches kleines Larve, okay. Am besten eins, das mit Zylinder und Gamaschen eine gute Figur abgibt. Ja. Oh, das ist fantastisch. Ich bin schon gespannt, was du mir besorgen wirst. Nimm eine von denen hier. Was für ein süßes Kerlchen. Er wird ja so elegant aussehen, sobald er seine Abendgarderobe schlüpft. Oh, irgendwie hat es heute mein Hals nicht so mit mir. Insekten haben es auch verdient, sich herauszuputzen, weißt du? Ja, natürlich.
Wir haben wieder was abgeschlossen und haben eine Dauerwelle erhalten. Sehr schön. Und der möchte wahrscheinlich eine Veränderung haben. Wobei ich wahrscheinlich wieder nicht mit dem spreche. Ja, es war so klar. Sobald ich reinkomme, legt sich dieser faule Kerl wieder hin. Ihr könnt mich doch alle mal. Was war das hier? Achso, das war die Tür. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Mit dem können wir sich ja auch wieder nicht sprechen, weil der auch schon... Okay, es ist ein Sie. Auch schon schläft. Nein, sie steht noch hier. Wie geht's? Oder heißt... Ach so, oder heißt das, dass die irgendwas haben möchten eventuell? Irgendwas, was ich doppelt habe vielleicht. Kleine Produktionsverstärkung. Ist im Blumenladen. Machen wir das mal. Yay! Ah, ja. Cool. Haben wir das auch schon mal ausprobiert. Fähigkeiten sind aufgestiegen. Nee, nee, ich will nicht Bett fertig machen. Aber sie will trotzdem... Also irgendwas... Das ist hat anscheinend irgendwas mit den Fähigkeiten zu tun. Was sie... verstärkt Ernährung und Produktionsfähigkeiten. Ja gut, sie arbeitet im Blumenladen. Wir haben da noch irgendwas. Machen wir hier die Kontaktlinsen. Ja, die sieht so alt aus. Vielleicht braucht sie ja welche. Perlenbesetzte Locken. Komm, die schenken wir ihr jetzt mal. Oh Gott, die hat es auch direkt angezogen. Verschenke 25. Ja, cool. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Also ich weiß... Oh. Okay. Damit hätten wir dann auch die Frage geklärt, ob man die Nacht theoretisch durcharbeiten könnte. Also wenn man nur zu Fuß unterwegs ist. Man darf es mal wieder nicht. Okay, das nehmen wir aber nochmal ganz schnell an. Oh, Miora, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und dann bleibt uns leider nichts anderes übrig. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, damit ich hier abmoderieren kann? Leider nichts anderes übrig, als mich nochmal zu verabschieden. Ich glaube, ich habe mich ja vorhin schon mal verabschiedet. Und ja, wir werden jetzt gezwungen, den Tag zu beenden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!